Am Anger. Talk in bester Lage präsentiert Ihnen Ihr Immobilienmakler Engel und Völkers. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich darf Sie begrüßen bei einer neuen Sendung von Am Anger. Thüringen ist ein wunderschönes Land, wunderschön verhügelt, große Historie, viel Grün, viel Wald, alles da, logistisch wunderbar zu erreichen. Und trotzdem läuft wirklich nicht alles rund, wenn man sich die Zahlen betrachtet und Vergleiche anstellt mit anderen Ferienregionen und Bundesländern. Ich darf heute begrüßen unsere Gäste, die genau über dieses Thema mit uns diskutieren. Frau Gudrun J. Münnig, Präsidentin der DEHOGA, das heißt des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes an meiner Seite, und Wolfgang Tiefensee, Minister für Wirtschaft und Wissenschaft in Thüringen und damit auch verantwortlich für den Tourismus. An meiner Seite außerdem Hanno Müller, der mit mir heute diese Sendung moderiert, Reporter der Thüringer Allgemeinen. Herzlich willkommen. Danke. Schön, dass Sie da sind. Nach der Bundesstatistik liegt Thüringen, zumindest was das Jahr 2016 betrifft, als einziges Land, steht Thüringen als einziges Land da, wo die Übernachtungen zurückgehen. Das wird sich in diesem Jahr ein bisschen geändert haben, nehme ich an, durch das Lutherjahr. Aber trotzdem scheint es da ein Problem zu geben. Können Sie sich vorstellen, Frau Münnig, woran das liegt? Tja, das ist unser... Erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich heute hier sein darf. Das ist das, worüber wir uns auch die ganze Zeit beschäftigen. Warum gehen die Übernachtungszahlen und auch der Tourismus in Thüringen zurück? Wir haben viel zu bieten. Sie sagten schon, die Infrastruktur stimmt. Und dennoch haben wir Rückgänge in den Übernachtungen. Ich glaube, wir klappern zu wenig. Was das anbetrifft, klappern wir zu wenig. Wir haben ein Potenzial an Reichtum, angefangen von der Historie. Wir haben Kunst, wir haben Wald, wir haben Seen, wir haben alles eigentlich, was den Urlauber fehlt. Aber in Thüringen gibt es eben auch kein Urlaubsgebiet oder Urlaubsreisende. Wir haben nur die Kurzreisenden und die Städte, der Städtetourismus ist ja nach wie vor in aufsteigenden Limit, und das ist ja auch gut. Wir konzentrieren uns auf die Städte, und das flache Land ist ja eigentlich der Verlierer in den Statistiken, wenn wir mal richtig hinschauen. Und da müssen wir uns Gedanken machen, was können wir im flachen Land machen, dass da wieder mehr Bewegung an Tourismus kommt, mehr Urlauber herkommen und dass die Regionen dort gestärkt werden. Und da denke ich mal, wir konzentrieren uns so sehr auf den Städtetourismus. Wir müssen uns auch auf das Land wieder besinnen. Die Infrastruktur, A71, super toll. Alle Gäste, die zu mir auch anreisen und sagen, auch die anderen Hotels, die Anfahrt ist gut, aber die fahren einfach kilometerweite. Und was rechts und links von der Autobahn ist, das haben wir vergessen, auch von Beschilderung. Und dass dann auch da der Tourismus abbricht, das ist ja noch eine Kettenreaktion. Es kommt ja noch dazu, dass in den Regionen, wo die Autobahn langfährt, wo die Infrastruktur stimmt, A4, A71, dass dort auch im Wald so wenig Touristen sind, viele Hotels sowie also auch Gaststätten geschlossen haben. Das hat wieder auch, das ist ein Faktor. Ist es eine Spirale nach unten, dass sie sagen, na, die Hotels schließen irgendwie und dadurch... Ja, weil wenn keine Gäste kommen und sie können ihre Betten nicht mehr belegen und die wirtschaftlichen Zahlen zwingen dazu. Mhm. Altersbedingt kommt noch dazu, Nachfolgeregelung ist ein Problem, Fachkräfte ist ein Problem. So, und das ist eigentlich ein Kreis, wo wir uns momentan bewegen. Wir machen uns schon darüber Gedanken, was können wir machen. Viele schaffen es auch oder haben geschafft, gerade mit der Ansiedlung. Das ist ein super tolles Thema, wenn jemand zurückkommen will, der wird an die Hand genommen. Aber was unsere Hotels und unsere Gaststätten betrifft, was ja auch ein Teil unserer Kultur ist, die ja auf dem flachen Land stirbt. Ne? Das geht einfach verloren. Und die Ansiedlungen werden an die Hand genommen und die werden geführt. Warum macht man das auch nicht mit den kleineren Gaststätten?
wie gesagt, uns fehlt da ja momentan auch diese Lösung. Die Frage können Lösung. Wir gleich an den Minister weitergeben. Würden Sie die Analyse so bestätigen? Sie sind ja tief in die Analyse gegangen und haben auch Überlegungen, wie Sie das in den nächsten Jahren vorantreiben wollen, von staatlicher Seite. Es kann nicht alles vom Staat kommen, das ist auch klar. Aber würden Sie erstmal der Analyse zustimmen und vielleicht auch gleich schon mal über die Frage nachdenken, was ist mit den kleinen Gaststätten, den kleinen Unternehmern, die im Tourismusbereich arbeiten? Vieles von dem, was Frau Mönnich gesagt hat, kann ich unterschreiben. Wir schauen zunächst nochmal auf die Zahlen, die der Hoga ermisst, die Anzahl der Übernachtungen und Ankünfte. Die Statistik hat einen ganz kleinen Nachteil, der aber für Thüringen, für andere Bundesländer, insbesondere die Flächenländer, besonders ins Gewicht fällt. Es werden nämlich nur die Destinationen, nur die Betriebe gemessen und statistisch ausgewertet, die mindestens 10 Betten haben. Das heißt, das Segment unterhalb von 10 Betten, das macht über 50% in Thüringen aus, wird weder positiv noch negativ ins Gewicht fallen. Das ist eine. Das andere ist, wir müssen wissen, dass Tourismus ein Feld des Wettbewerbs, des sehr harten Wettbewerbs innerhalb Deutschlands, aber natürlich auch mit dem europäischen, internationalen Ausland ist. Wir haben überall in Deutschland ganz wunderbare Gegebenheiten. Aber das ist für alle so, ne? Richtig, und mit denen konkurrieren wir. Wir müssen also schauen, wie wir uns so aufstellen, dass wir ein Alleinstellungsmerkmal aufweisen und vor allen Dingen, dass wir den stark veränderten Wünschen der potenziellen Gäste nachkommen. Die wollen nicht bloß irgendwie Urlaub machen, sondern sie wollen ein Erlebnis, sie wollen begeistert sein von ihrem Urlaub, sie wollen emotional angesprochen sein. Und das ist nicht so leicht einzulösen. Was Frau Münnich gesagt hat, ist völlig richtig. Wir haben unterschiedliche Bewegungen. Einerseits in den Städten geht es stark aufwärts, was damit zu tun hat, dass die Gäste Kultururlaub mit Aufenthalt im Museum, in einer Ausstellung, Aufenthalt bei einem Event stärker nachfragen, als das der Fall ist, wenn es um einen Kurz- oder gar Langurlaub geht. Das ist eine sehr, sehr positive Entwicklung. Die Entwicklung, wie Frau Mönnich sagt, auf dem flachen Land ist schwieriger. Und da kommen ganz unterschiedliche Komponenten zusammen. Das Wichtigste ist, wir dürfen nicht nur immer auf die Anzahl der Ankünfte und Übernachtungen schauen. Das ist ein Kriterium, was zu kurz greift. Also mit anderen Worten, ich bin gar nicht derjenige, der verlangt, wünscht oder erhofft, dass die Zahlen, diese beiden Zahlen, exorbitant nach oben gehen. Es wäre schön, aber das ist die zweite Priorität. Die erste Priorität ist, dass wir den Umsatz in den Unternehmen steigern. Und wenn wir hier schauen, von 2015 auf 2016, sind wir schon Schritt für Schritt nach vorn gekommen. Aber wenn ich Ihnen die Zahlen nenne, fallen Sie in Ohnmacht. Wir haben 210.000 Euro pro Jahr, pro Betrieb. Das heißt im Kern ein Umsatz. Das heißt, 30.000 Euro bleiben im Prinzip hängen. Der Bundesdurchschnitt liegt bei ungefähr 350. Die Städte, wie zum Beispiel Erfurt, oberhalb von 380.000. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Unternehmen nicht optimal bezahlen können, dass sie für sich selbst, die Eigentümer, keinen Gewinn aus dem Unternehmen ziehen, was wieder die Problematik der Nachfolge hat. Frau Mönnich hat es angesprochen. Wer will in einem Unternehmen arbeiten, wo ich Tag und Nacht und möglichst 365 Tage rund ums Jahr zur Verfügung stehen muss? Aber es bleibt für mich nichts hängen. Und was die kritischste Komponente ist, bei vielen Betrieben, beileibe nicht bei allen. Wir haben ganz hervorragende Leitbetriebe, ganz hervorragende Unternehmen, Restaurants, Pensionen, Hotels, die sich wirklich sehen lassen können. Aber es gibt eine zu große Anzahl, die ist nicht in der Lage, so viel Geld zurückzulegen, dass man investieren kann. Und so sieht es oftmals in den Restaurants, in den Hotels so aus wie vor 20 Jahren. Und das kann man denen nicht übel nehmen, die Betriebe leiten. Frau Mönnich hat das Marketing angesprochen, das müssten wir noch mal ein Stückchen genauer beleuchten. Auf der einen Seite ist in der Vergangenheit sehr viel fürs Marketing getan worden. Wir geben im Übrigen für den Tourismus relativ viel aus, zum Beispiel im Vergleich zum Freistaat Sachsen. Wir geben sehr viel
fürs Marketing aus? Viel heißt das mehr heißt, als in Sachsen. Heißt deutlich, deutlich mehr als ja, in Sachsen, bezogen auf die Bevölkerung. Haben Sie eine Zahl im Kopf? Ich habe es nicht genau. Okay. Wir wissen nur, die TTG, unsere Tourismusgesellschaft, bekommt ungefähr 5 Millionen. Dieses Jahr ist es sogar 6. noch ein bisschen aufgestockt, weil wir den Digital Showroom in Erfurt bauen. Und das ist im Vergleich zu Sachsen, die Zahl ist mir jetzt nicht geläufig, aber ich habe nachgeschaut, es ist pro Einwohner schon deutlich mehr, was Thüringen ausgibt. Und unser Ziel ist es jetzt gewesen, herauszufinden, haben wir mit diesem Geld die richtige Gruppe, die richtige Botschaft, haben wir die Scheint richtigen Kommunikationswege zu 100%. Man weiß beim Marketing nie genau, wo man es am besten einsetzt. Und so haben wir vor, mit unserer neuen Tourismusstrategie hier einen Schwenk im Marketing vorzusehen, der uns hoffentlich erfolgreicher macht als zuvor. Also noch einmal, ganz wichtig, Umsatzsteigerung, damit bessere Bezahlung der Fachkräfte, besserer Service, bessere Möglichkeit zu investieren, ein zielgenaueres Marketing, Digitalisierung, auch das können wir noch mal in aller Ruhe etwas ausführlicher besprechen, ist ein ganz wichtiges Moment. Und dann sollte es in diesem ganz, ganz schwierigen Wettbewerb, in diesem harten Wettbewerb in Deutschland gelingen, dass wir ein Stück nach oben kommen. Da würde ich gerne mal einhaken, gerade beim Marketing. Die Statistik sagt ja noch was anderes. Die Statistik sagt, es kommen mehr Ausländer, aber es kommen offensichtlich weniger Touristen aus Deutschland. Sind da möglicherweise auch die Gewichte falsch gesetzt? Also zum Beispiel fährt die TTG nach Amerika und wirbt zwar in Amerika, aber tut sie zu wenig, um zum Beispiel gegenüber dem Schwarzwald oder gegenüber anderen Destinationen in Deutschland tatsächlich mit Thüringen, mit dem Thüringer Wald, mit den Funden, die wir hier haben, ordentlich zu wuchern. Es ist eigentlich ganz einfach. Der deutsche Tourist oder auch der potenzielle Tourist schaut sich in den Bundesländern um, wenn er in Deutschland bleiben will. Das ist eine begrenzte Anzahl von Kunden, um die alle 16 Bundesländer, die drei Stadtstaaten und die Flächenländer werben. Ich bin froh, wenn wir eine leichte Aufwärtsbewegung der deutschen Gäste haben. Und ich bin sehr froh, wenn es gelingt, unser Potenzial zu erweitern, wenn wir mehr Touristen für uns interessieren außerhalb Deutschlands. Und da freuen wir uns insbesondere über die Niederländer, die sehr stark Thüringen nachfragen. Aber auch die USA ist hoch interessiert und wir entdecken durch unser Auslandsmarketing immer mehr Länder, die potenziell von Thüringen begeistert sind, weil hier eine einzigartige Verbindung, Frau Münnich hat es angesprochen, zwischen Kultur und Natur auf einem engsten Fleck, in einem engsten Raum zu finden ist. Also in wenigen Tagen kann man mit einem Paket deutsche Geschichte genauso wie Natur erleben. Man kann etwas für die Gesundheit tun. Man kann sich bilden in dem, was zurzeit in der Gegenwart gerade auf der Tagesordnung ist. Man kann sehr aktiv sein in unterschiedlichster Art und Weise. Ich bin jetzt gerade mit meiner Sommerrundtour im Uhrzeigersinn einmal um Thüringen herum in 9 Tagen, habe dann übernachtet, an welchen Stellen auch immer. Alle Fortbewegungsmittel genutzt, von Regionalbahn über Dampflok und Fahrrad und Perpedis und Segway und Kanu. Ich habe sehr, sehr viel gesehen. Es ist gerade in Bezug auf die Natur und auf das Aktive, Gesundheit, aber eben auch auf Kultur unglaublich viel. Und das müssen wir denjenigen vermitteln, die Thüringen nur durch wenige Highlights kennen und sonst gar nicht aufmerksam geworden sind auf unseren wunderbaren Freistaat. Aber Sie sagen Natur. Gerade im Thüringer Wald sind die Besuchereinbrüche besonders groß. Das ist minus 2,5%, glaube ich. Der Thüringer Wald ist ein besonderes Kapitel. Der Thüringer Wald misst sich, ich werde nicht müde, es zu betonen, mit allen Mittelgebirgen. Und auch da im Erzgebirge oder auch im Schwarzwald ist es schwierig nach wie vor. Der deutsche Urlauber, auch der ausländische, fragt nicht mehr einfach nach einem Gebirge, wo er wandern gehen kann, sondern er möchte ein nachhaltiges, ein beeindruckendes Erlebnis. Das heißt, da muss es ringsrum einiges geben. Dann ist der Thüringer Wald immer sehr stark abhängig vom Wetter, von Petrus. Können wir leider nicht machen. Wenn die Politik entscheiden könnte, welches Wetter ist, dann würde es wahrscheinlich gar kein Wetter geben, weil man sich so sehr streiten würde. Also das lassen wir mal die Natur machen. Und in dem Moment, wo eben ein schlechter Winter ist, wie im Jahr 2016, es ist schwierig, 2017 geht es aufwärts. Aber ich will nicht verhehlen, dass der Thüringer Wald einen ganz besonderen Fokus verdient. Aus diesem Grund haben wir
ein großes Projekt aufgesetzt, haben alle Landkreise, kreisfreien Städte, haben alle Tourismusverbände, und derer gibt es einige im Thüringer Wald, zusammengeholt. Wir haben den Horizont nochmal erweitert und haben gesagt, es geht nicht nur um Tourismus. Ihr müsst an die Infrastruktur denken. An den Rennsteig-Shuttle beispielsweise, ein einheitliches Marketing, was die Verkehre anbetrifft. Kümmert euch um die Wirtschaft. Ihr müsst etwas tun, damit eure Kommunen attraktiv sind. Was nützt es, wenn da ein Hotel ist, wenn es ringsherum nicht gut aussieht? Ihr müsst versuchen, eine Werbung zu machen für Fachkräfte. Da bedeutet es, dass man sich um Kindertagesstätten und vieles andere kümmert. Wir haben also einen großen Ansatz, einen breiten Ansatz, haben viele Arbeitsgruppen, nicht zuletzt auch mit den Kammern, mit den Kolleginnen und Kollegen am Kabinettstisch durchgeführt. Und ich denke, dass wir jetzt mit den Maßnahmen, die wir angeschoben haben im letzten Jahr, Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, dass wir erfolgreich sein werden. Und nicht zuletzt wollen wir nicht mehr den Thüringer Wald vermarkten, weil der steht in dem Begriff neben allen Mittelgebirgen Deutschlands, sondern was wir wissen ist, die Menschen kennen den Rennsteig, nicht zuletzt zum Beispiel vom Rennsteiglauf, aber eben auch aus der Historie. Und den wollen wir in den Mittelpunkt stellen und damit versuchen, den Thüringer Wald insgesamt attraktiv zu machen. Frau Münich, das klingt ja alles sehr positiv. Wir sind ja auf einem super Weg offensichtlich. Komisch, dass bis jetzt noch nicht so richtig gegriffen hat. Sind Sie mit allem einverstanden? Ja, was Sie jetzt hier so gehört haben, das klingt ja wirklich hier... Hört sich sehr positiv an. Aber wir vergessen offensichtlich dabei, dass wir auch den kleinsten Leistungsträger mitnehmen müssen. Dass wir miteinander viel mehr kommunizieren müssen. Wir müssen, das muss eine Destination werden, wie es schon mal war. Der Thüringer Wald hat vor 10 Jahren über 50% der Bettenkapazität in Thüringen laut Statistik gehabt. Und wir liegen jetzt bei Weitem unter dem. Wir müssen es schaffen, auch den Kleinen mit dem zu identifizieren, was wir vorhaben. Dass wir die Marke ausbauen wollen, ist ja vollkommen richtig. Aber es muss auch der Kleine mitgenommen werden. Und dass wir nicht jeden treffen werden, dass derjenige sagt, das gefällt mir nicht, das ist vollkommen klar. Aber diese Einheit, miteinander reden und die Absprachen untereinander treffen, fängt an bei Öffnungszeiten, bei Schließzeiten, bei Urlaubs. Ja? Und wir müssen es einfach sehen, dass eben dieses Konkurrenzdenken untereinander, was Sie auch vorhin angesprochen haben, das ist in der heutigen Zeit total falsch. Weil wir Leistungsträger bieten eigentlich alle etwas anderes, weil wir andere Menschen sind. Wir sind nicht gleichgestellt. Und dadurch muss keiner sich sehen, dass der andere eben ein Mitbewerber ist. Das ist der falsche Ansatz. Moment, also da muss ich noch mal kurz einhaken. An sich ist es doch so negativ nicht, wenn ich sage, oh, guck mal, was der Tolles gemacht hat. Ich mach das jetzt noch besser. Da ist ja auch ein Ehrgeiz drin im Wettbewerb. Anders, nicht besser. Anders, besser, gut. Mhm. Also ich kann nicht A und A. Das ist nicht, wir müssen unsere eigenen Produkte entwickeln. Wir müssen unser eigenes ja. Ich sein. Aber wer kann denn, jetzt gehen wir mal nur bei die, sagen wir mal, wie Sie sagen, die Kleinen, damit sagen wir mal die kleinen Unternehmen, aber sicherlich auch die kleinen Dörfer, die sich vielleicht nicht so richtig mit so einem Gesamtkonzept noch nicht so richtig identifizieren möchten. Jetzt könnte man sagen, wir könnten, aber wer kann denen denn eigentlich, man kann ihnen ja nichts vorschreiben, ne? Ja, es sind auch persönliche Befindlichkeiten, die da am Tage kommen. Und der eine sagt, nee, das mache ich nicht, ich will das anders haben. Und da fängt es ja schon an. Einfach gemeinsam aufbauen. Und ich glaube, mit der neuen Tourismuskonzeption sind wir eigentlich schon auf dem richtigen Weg dahin. Nur wir dürfen auch wieder hier nicht vergessen, dass wir den Kleinsten mitnehmen müssen. Denn wir haben schon viele Tourismuskonzeptionen gehabt. Und es hat einfach nicht gefruchtet, so wie ich mir das vorstelle. Und das habe ich schon immer bemängelt. Wir müssen alle mitnehmen. Da gebe ich Frau Münch und miteinander reden. Vollkommen recht. Und aus diesem Grund haben wir bei der Erarbeitung dieser Strategie uns nicht nur genügend Zeit gelassen, sondern wir haben sehr gründlich darüber nachgedacht, mit wem müssen wir wie reden.
Und Sie selbst sind ja bei einer Fülle von Veranstaltungen mit dabei gewesen, wo wir sowohl die Verbände, also diejenigen, die die Interessen aller vertreten, als auch kleine und große, mittlere Unternehmen an den Tisch geholt haben. Und Frau Münnich spricht ein ganz wichtiges Thema an. Tourismus, 3% der Bruttowertschöpfung in Thüringen, könnte man sagen, ja, 45.000 Beschäftigte, ja. Nein, es muss in die Köpfe hinein, Thüringen muss, will Tourismusland werden. Wir sind es noch nicht genügend und das ist nicht erstmal eine Aufgabe der öffentlichen Hand, so wie Sie sagen, des Staates. Ich lehne mich zurück, sollen die mal machen, sollen die mal Geld reinpumpen, sondern der einzelne Betrieb, aber eben auch, wie Sie sagen, das Dorf, die Stadt, die Region, der Verband, alle müssen begreifen und begreifen zunehmend mehr, dass es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Ich bin bei meiner Rundreise auf 3 überregionale Vereine, Verbände gestoßen, die das hervorragend machen. Das Vogtland arbeitet mit Sachsen grandios zusammen, die Rhön mit Hessen und Bayern. Im Südharz Kiffhäuser erlebe ich eine Zusammenarbeit, die umfasst Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und Hessen. Und das funktioniert ganz wunderbar. Aber innerhalb Thüringen wohl nicht. Es gibt mal immer dies und das, gibt es immer Schwierigkeiten. Nur wir müssen einen Neustart hinbekommen, der sagt, wir können nur alle zusammen besser werden oder alle zusammen verlieren. Ich glaube nicht, dass wir den Wettbewerb zwischen den Unternehmen ausschalten werden. Den wird es immer geben, den Wettbewerb um den Gast, den Wettbewerb um das beste Event, um das beste Marketing, das wird es geben. Aber unsere Strategie, die hat identifiziert, also einmal, es wäre nicht schlecht, wenn wir als Marke nicht mehr nur Thüringen vermarkten, das verfängt nicht. Sondern wir sollten uns konzentrieren, zunächst mal etwas ins Schaufenster zu legen. Wir sagen Weimar, wir sagen Wartburg, Rennsteig und Erfurt und erwarten, wenn jemand klickt, nicht erst, wenn er da ist, wenn er klickt, dass er sagt, ich kenne doch den Rennsteig, hoppla, da wird mir ja noch der Unstrut Heinig angeboten, da kann ich doch noch mal ins Mühltal, ja, da kann ich doch ans Thüringer Meer oder nach Zollenroda, ans Zollenroda am Meer, ich kann doch dort wandern oder wenn ich Weimar anklicke, hoppla, da sind ja, ist ja die Leuchtenburg, da ist ja Schloss Friedenstein und das habe ich ja noch gar nicht, da gucke ich mal drauf und dann vielleicht dorthin. Das ist das eine. Das zweite, Digitalisierung und Kommunikation. Wie kommunizieren wir untereinander? Die Betriebe müssen digital werden, wir müssen die Daten... Das heißt müssen werden, heißt das, es gibt... Es gibt noch viele, die das vielleicht händisch machen, beziehungsweise die nicht auf die Kunden reagieren, das, was die ins Buch, in das digitale Buch schreiben, nicht zur Kenntnis nehmen, nicht antworten darauf, insbesondere die kritisieren, aber auch die, die loben. Wir müssen die Kommunikation auf der digitalen Ebene zwischen den Unternehmen, zwischen den Regionen verbessern. Und dieser Datenaustausch, von dem ich spreche, heißt ein einheitlicher Zugriff, der dann eben bei den großen Plattformen auch seinen Niederschlag findet. Frau Münnich hat angesprochen die Qualität der Betriebe. Ich unterstreiche nochmal, wir haben in Thüringen, nicht zuletzt meine Rundtour hat das bewiesen, haben wir hervorragende Betriebe. Übrigens sind das viele Unternehmerinnen, zum Teil aus artfremden Berufen. Wenn ich die Schokoladerie in der Nähe von Bad Frankenhausen sehe, wo eine Dame, die Ingenieurin ist, jetzt plötzlich ein ganz tolles Unternehmen aufmacht. Und wir müssen uns um die Organisation kümmern. Die Verbände müssen besser zusammenarbeiten, vielleicht sogar noch zusammenrücken oder ineinander aufgehen, damit wir bessere Strukturen haben. Es gibt viele solcher Einzelbeispiele, die kennt man ja auch vom Thüringer Tourismuspreis, wo sie sich dann bewerben, wo sie entsprechend... Aber Frau Münnich, tun denn tatsächlich alle Betriebe in Thüringen, alle Beherbergungsbetriebe, alle Gastronomiebetriebe schon genug für diesen Wettbewerb, für die Qualität? Wenn so eine Bemerkung fällt, es sieht an vielen Orten noch so aus wie, na, ich will jetzt nicht sagen wie zu DDR-Zeiten, aber schon noch wie früher oder hat sich wenig geändert. Das ist ja eigentlich ein Zeichen, dass die Betriebe vielleicht oder viele Betriebe noch nicht mutig genug sind oder glauben, ach, es ging immer so, dann können wir auch so weitermachen. Also ich denke schon, dass die Betriebe an sich gut sind und dass sie auch tun und machen. Aber wenn meine Investitionen, die ich machen will, mir den täglichen Tageserlös oder den Monatserlös nicht erbringen, dann ist irgendwo auch alles erschöpft und viele Betriebe leiden eben unter Investitionsstau. Die würden gern tun wollen, aber es ist kein Geld im Rücken da und das ist ein Problem. Nur wenn könnte da der Staat helfen?
selbstverständlich subventionieren? Nee, subventionieren würde ich nicht sagen. Wenn wir die Regionen stärken und jetzt nochmal auf die Kommune zu kommen, wenn es in der Kommune schlecht aussieht, kann das Hotel und die Gaststätte nichts dafür. Ich bin eigentlich der Meinung, dass meine Hotels in den ländlichen Gebieten und auch meine Restaurants eigentlich um ihr Objekt herum super toll schick sind. Nur wenn die Kommune auch kein Geld hat, um die entsprechend schön darzustellen. Und ich fahre durch so einen Ort, jetzt wenn ich Richtung Thüringer Wald fahre, ist ja also Richtung Neuhaus und Neustadt raus, ist ja katastrophal, Katzhütte. Aber da kann das Hotel und das Restaurant nichts dafür. Das ist ein Teufelskreis. Oder? Es ist, weniger ja. Touristen, und, weniger und, Geld, und, weniger Investitionen, weniger Touristen. Wie gesagt, was kann der Staat dafür tun? Rahmenbedingungen schaffen. Ich weiß, dass es viele Fördermittel gibt, die nicht gegriffen werden, aber das hat auch Ursachen, warum es nicht so ist. Weil die Altersstruktur ist da, es ist kein Nachfolger da. Wenn jetzt einer hinkommt und sagt, ich möchte noch mal investieren, sagen wir mal eine Zahl, 20.000, ich möchte mein Restaurant machen, dann wird es mal kurz nach dem Geburtsjahr geguckt, dann ist das Geburtsjahr um Gott, der hat ja höchstens noch 3-4 Jahre zu arbeiten und wer macht dann die Nachfolge, die ist nicht geregelt. Und somit trauen sich viele, das gar nicht zu machen. Wir brauchen einfach junge Leute, die auch bereit sind, in unsere Branche zu gehen, selbst wenn ein Unternehmen kränkelt. Vielleicht können die wieder aufhören. Nur die gibt es ja gar nicht. Hier haben sie ja gar nicht. Das ist unser. Die Kinder, die. Wir haben keine Auszubildenden, die wir ausbilden können, die dann auch in der Branche bleiben. Die großen Hotels haben Auszubildende. Nur wer einmal in einem großen Hotel seine Ausbildung gemacht hat, der wird nie aufs Land zurückgehen. Das ist vielleicht. Wenn das 5% sind, aber das reicht uns nicht. Ne? Und das ist auch ein Problem. Ne? Ich will da noch mal kurz einhaken. Also zunächst, ich glaube, wir sind uns einig, richtet sich die Frage, wie bringen wir den Tourismus voran, an die Unternehmen. Wie Frau Münnich schon sagt, ein Freistaat kann nur Rahmenbedingungen schaffen dafür. Ja. Aber es bleibt das unternehmerische Handeln. Das nimmt einem niemand ab. Was wir tun können, ist zunächst, dass wir diejenigen bei einem Preis oder auch hier in dieser Sendung herausstellen, die das vorbildlich machen. Und da gibt es Hunderte, da gibt es tausend Betriebe, die das wirklich gut machen. Und die müssen wie die Lokomotive die anderen nach sich ziehen. Was macht der anders? Wieso hat er ein Alleinstellungsmerkmal? Wieso ist in einer Gegend, wo sonst niemand hinkommt, plötzlich die Gästezahl nach oben gegangen? Das Zweite ist, wir beraten. Unsere TTG, die Tourismusgesellschaft, reist herum. Übrigens, jedes Mal, wenn sie angerufen wird, wird ein Kontakt hergestellt, wenn Rat gesucht wird. Wir fahren hin, beraten. Das nächste ist die Nachfolge. Wir haben das Thüringer Zentrum für Existenzgründung, Unternehmertum, das TEX. Und die haben spezielle Kurse. Ich habe selbst 2, 3 eröffnen dürfen, miterlebt, wo Menschen berichten, wie sie ihre Nachfolge geregelt haben. Und auch das ist angesprochen worden. Der Freistaat kann über die sogenannte Gemeinschaftsaufgabe regionale Wirtschaftsförderung 35% der Investitionen als verlorenen Zuschuss weitergeben. Aber ich bin ja nicht blauäugig. Ich weiß ja, was im Lande vorgeht. Auch das ist angesprochen worden. Und das wird nicht ausreichend abgerufen? Nein, weil ich 65% irgendwie anders stemmen muss. Und das heißt, ich will das Eigenkapital vorhalten und das ist ja nicht da. Selbst wenn ich 10% Eigenkapital habe, dann bleiben immer noch 55%, die irgendwie zu stemmen sind. Und meine Bitte ist, insbesondere auch an die Hausbanken, dass sie schauen, Return on Investment ist ein längerer Zyklus als in einer anderen Branche. Aber ich kann in 10 Jahren den Kopf wieder über Wasser haben, vor allen Dingen, wenn ich investiere und damit Gäste anlocken kann. Wir versuchen das Möglichste, um Fördergelder anzubringen, aber es bleibt natürlich der Unternehmer selbst, der schauen muss, dass er die Bank überzeugt mit einem ganz besonders innovativen Konzept, sollte es gelingen, aber es ist schwer, es ist schwer, es ist schwer. Jetzt nehmen wir mal an, vielleicht jemand sieht die Sendung und sagt, also eigentlich wäre das so, würde ich mir mal gerne einen Traum erfüllen, ich habe auch Kapital auf der Seite und jetzt würde ich gerne mal irgendwo im Thüringer Wald oder irgendwo in Thüringen investieren. Was würden Sie ihm raten, welche ersten 3, 4, 5 Schritte sollte er gehen? Tja, als erstes sollte er sich den Standort genau angucken. Wie ist da die Infrastruktur? Wie komme ich dahin? Was ist, das ist das Erste. Wie kriegt er überhaupt raus, wo er investieren kann?
Da gibt es ja nun genug, da braucht er nur, ja. Da kann er den DEHOGA, da kann er die IHKs anrufen, aufschlagen, die LEG ist da sehr aktiv, selbst das Wirtschaftsministerium. Aber ich glaube, die Fördermittel, die überall zur Verfügung stehen, die sind relativ einfach zu erreichen. Aber die Hürden, die dahinter stehen, die sind wieder etwas schwieriger. Und die sind? Ja, dass ich eben von angefangen, dass ich so und so viele Fachkräfte zur Verfügung stellen muss. Selbst wenn ich jetzt eine Förderung in Anspruch nehme, habe ich ja Auflagen. Und diese bürokratischen Auflagen, das ist ja unser Problem auch, was die Branche an sich belastet. Ne? Es wird ja nicht weniger, es wird ja stets und ständig mehr. Wir sind gerade dran, das ein bisschen abzuflachen, inwieweit uns das gelingt, ist noch ganz anders dahingestellt. Und wir reden schon über bestimmt 5 bis 10 Jahre über Abbaubürokratismus. Und ich habe das Gefühl, seitdem geht das stets und ständig nach oben. Also, steht das auch in dem Tourismuskonzept? Ja. Abbaubürokratismus? Okay. Ja, steht auch. Aber es steht nicht wie. Es ist kein und was. Und das ist, müsste eigentlich rein. Und wenn wir reinschreiben, das hört sich alles schön an, wenn wir Abbaubürokratismus, das sagen sie alle, yeah. Ne? Aber im Endeffekt, es muss doch auch ein Formblatt geben oder einen Leitfaden, was kann ich erleichtern, was kann ich abbauen. Und das ist eben noch nicht so beschrieben und dargestellt. Wir haben ja stets und ständig neue Auflagen, die auf die Unternehmen kommen. Sie wissen selber, wir haben ein schönes Hotel, ein großes Hotel in Thüringen. Das funktioniert schon Jahre. Wir können von Glück reden, dass wir dieses Hotel auf dem Berg in Suhl haben. Der kriegt plötzlich eine Auflage, Brandschutzauflage. Es ist unrealisierbar, das zu machen. Und was heißt das für das Hotel? Wenn diese Auflage nicht erfüllt werden kann, dieses Hotel irgendwann... Was heißt das für das Hotel? Sie reden vom Ringberg-Hotel, können wir ja ruhig mal sagen. Ich rede vom Ringberg-Hotel. Ja. Also kann dieses Ringberg-Hotel könnte theoretisch schließen, denn der Herr Karnig, ein super toller Hotelier, mit Leib und Seele drin, hat aber auch schon die 70 überschritten. Und irgendwann sagt er auch, ich will nicht mehr, hat keinen Nachfolger. Die Banken würden sich riesig freuen, wenn sie jemanden finden würden. Ja, wer traut sich so ein Haus in der heutigen Zeit zu... Oder auch von unseren jungen Fachkräften, die wir haben. Die wollen arbeiten. Die wollen auch mehr wie 40 Stunden in der Woche arbeiten. Aber Verantwortung übernehmen für das, was da steht. Auch in unseren Häusern, in den kleinen Häusern. Ja, das fehlt heutzutage. Weil das Risiko und diese ganze bürokratische Kette, die da hinten dran hängt, einfach viel zu hoch ist. Und das will sich doch keiner antun. Das ist ein ganz großes Problem, was wir haben. Ich würde ganz gerne nochmal das Stichwort Investitionen oder Investoren ansprechen. Also die Türen stehen sperrangelweit auf. Sowohl was unser Haus, mein Ministerium anbetrifft, was die DEHOGA anbelangt, auch die IHK. Wenn es jemanden gibt, und es gibt einige, die mittlerweile bei uns aufschlagen und sagen, wir würden gerne entweder einen vorhandenen Standort ausbauen oder wir würden sogar neue Projekte in Angriff nehmen. Was ganz besonders en vogue ist und wo ich sehr viel Hoffnung hineinsetze, sind Ferienhäuser, Ferienhaussiedlungen, wo wir jetzt am Zollenroder Meer anfangen werden. Sie kennen vielleicht im Unstrut-Hainich die Ferienhaussiedlung, die entstanden ist. Wir werden in der Zukunft da richtig gut werden. Wir haben erkannt, dass wir noch besser werden müssen dort und haben der Landesentwicklungsgesellschaft, der LEG, Geld gegeben, damit sie eine sogenannte Taskforce Investitionen oder Investoren im Gastgewerbe bauen kann. Das sind dann 2, 3 Leute, die sich extrem gut mit den Standorten, mit den Finanzierungsbedingungen auskennen und wie Scouts, wie diejenigen, die anderen an die Hand nehmen, versuchen, da zu einem guten Ergebnis zu kommen. Und wie gesagt, Thüringen ist attraktiv für potenzielle Investoren, für junge Leute, die einfach was ausprobieren wollen, ein junges Ehepaar oder wie auch immer. Bürokratie, ja, von der Wiege bis zur Bahre. Gut. Ja, aber das ist Formulare, jetzt Ihr Bereich, Formulare. Ne? Das ist natürlich die öffentliche Hand insgesamt. Und ich gebe zu, das ist schon sehr, sehr schwierig. Wir haben identifiziert, und das steht eben auch in der Tourismusstrategie,
Zum Beispiel, dass die unterschiedlichen Behörden zu unterschiedlichen Zeitpunkten mit den unterschiedlichen Begehren in die Betriebe kommen. Der eine kontrolliert die Küche auf Hygiene, der nächste den Feuerlöscher, der dritte schaut, ob die Kasse stimmt und ob die Arbeitskräfte ordentlich ihre Stundenzettel ausgefüllt haben. Und so ist der Hotelier, der Restaurantbesitzer ist mit viel Bürokratie beschäftigt. Das ist nicht ganz leicht. Auf der anderen Seite will ich unsere Zuschauer daran erinnern, dass wir natürlich Standards auch wünschen. Wir sind sehr, sehr anspruchsvoll. Es gibt sehr anspruchsvolle Gäste und wehe, die Hygiene stimmt nicht. Oder es würde gar ein Fall passieren, dass, was weiß ich, in der Brandsituation die Fluchtwege nicht ordentlich sind und dergleichen mehr. Und ich bin mir nicht sicher, das heißt, doch, ich bin mir sicher, wir haben die Balance nicht gefunden. Wir muten den Unternehmerinnen und Unternehmern sehr, sehr viel zu an Stellen, wo man wirklich abbauen könnte. Aber da gibt es einen Gemeindeunfallversicherungsverband, da gibt es Arbeitsschutzgesetze, die werden vom Bund gemacht, da gibt es europäische Gesetze, die wir nachvollziehen müssen. Und ich will da gar nicht jammern, sondern ich will einfach sagen, es ist für den Unternehmer nicht leicht, das zu bewerkstelligen. Es ist zu machen. Wir können auch soweit es geht beraten, nicht zuletzt die IHK beraten sehr, sehr gut, was das anbetrifft. Aber wir werden schauen müssen, was wir auf Landesebene verändern können. Und das ist relativ wenig. Vieles wird vom Bund und Europa vorgeschlagen. Aber es ist ja ein Thüringen-Problem. Und also, was macht denn eigentlich Sachsen-Anhalt besser als Thüringen, wenn die deutlich steigendere, zumindest 16 steigendere Zahlen haben als Thüringen? Sachsen-Anhalt ist ja jetzt nicht so das Land, wo ich sage, da muss ich unbedingt hin. Thüringen schon, das ist eine Marke. Wie gesagt, 2016 ist insofern, was den Winter anbetrifft, kein guter Benchmark. Und 2017 sind wir da, wenn ich das richtig weiß. Ja, nichtsdestotrotz. Also Thüringen kräpelt schon so ein bisschen. Ja, aber das macht natürlich im Thüringer Wald unglaublich viel aus. Die Zahlen schwanken da. Aber ich will das überhaupt nicht mit dem Winter entschuldigen, sondern... Auch die Bürokratie dürfte überall ähnlich sein. Die Bürokratie ist ähnlich. Es muss auch irgendeine Thüringer Negativspezialität geben. Ja, ich bin der Meinung, dass... man zu wenig miteinander redet. Wir haben ja Regionen in Thüringen, da funktioniert das hervorragend. Guck mir den Struthainich an. Da ist aber eine Frau dahinter, die baggert und arbeitet mit allen Leistungsträgern, mit allen Touristinformationen, arbeitet die zusammen. Das ist ein Sprachrohr. Guck mir die Stadt Erfurt an, Frau Dr. Hildebrandt, hier funktioniert's. Guck mir das Eichsfeld an. Manchmal sind dann wirklich, was ich eingangs schon gesagt habe, persönliche... Redet man vielleicht... zu wenig oder redet man möglicherweise nicht zielorientiert? Gibt es zu viele Einzelkämpfer zum Beispiel? Ja, man muss. Oder nicht Team. Zusammen, im Team. Wir müssen das alles zusammen zu einer Destination schaffen, das auch rechts, links, das fängt an mit Marketing, das fängt an Veranstaltungen. Ja, thüringenweit. Manchmal sind solche tollen Veranstaltungen, wo ich sage, Mensch, können Sie das nicht splitten? Der Gast weiß gar nicht, wo er hingehen soll. Ja, das sind so Sachen, die man koppeln, koordinieren muss. Und da muss ich aber miteinander reden und kann ich persönliche Empfindlichkeiten haben, nee, da mache ich nicht mit oder gefällt mir nicht, länderübergreifend. Wir haben noch viel mehr Reserven in der Richtung, was die Straße der Romanik anbetrifft. Sachsen-Anhalt macht über 1 Million mittlerweile nur an Touristen über die Straße der Romanik. Wir haben auch die Romanik, die führt von Sachsen-Anhalt durch bis Paulinzella und bis in den Bayerischen Wald. Und da ist Sachsen ist Ende und in Thüringen ist schwarz-weiß. Und dann geht es da drüben in Coburg weiter. Das sind Sachen, wo dann der Städtetourismus aufgebaut werden kann. Und die Romanik ist nicht in der Stadt, die ist auf dem Land. Mhm. Und das sind so, das nur als Beispiel. Darum kämpfe ich aber schon lange. Das ist schon ein Thema vor 5 Jahren in der letzten Tourismuskonzeption gewesen. Oder sogar schon länger her, wo man einfach sagen kann, noch zu Zeiten von Minister Reinholz, wo ich auch gesagt habe, länderübergreifend arbeiten. Welches Produkt hat das Land anschließend, Ketten bilden. Das ist beim Luther hat es da aber auch relativ gut funktioniert. Ja, Luther ist aber auch im Vorfeld, schon 3 Jahre oder 4 Jahre im Vorfeld, richtig ganz stark vom Marketing her bearbeitet worden. Jetzt ist die Frage, wenn Luther vorbei ist, die Nachhaltigkeit, wir werden es sehen nächstes Jahr. Ich hoffe und ich wünsche, dass es weiterhin so gut für die Region läuft, wo Luther gelebt hat und wo Luther jetzt auch besucht wird. Ich selbst habe auch Gäste, die auf Spuren von Luther waren und dann in mein Haus kamen und weitergereist sind. Die kriegen auch eine entsprechende Empfehlung.
Ne? Aber wie gesagt, was ist nächstes Jahr? Und wir hatten schon viele gute Marketingjahre, wo wir beworben haben, wo es mit den Zahlen aufwärts ging. Selbst 2010, wo wir gesagt haben, 10 Millionen. Vielleicht war das zu hoch gepokert. Ja? Aber irgendwann, weil ja, Sie sagen es ja selber, wir sind Schlusslicht in den neuen Ländern. Also nicht muss ganz, doch, aber fast. Ja, aber, wir müssen doch irgendwas machen. Und oftmals ist es ja so, der Fisch fängt am Kopf an zu stinken. Ich muss überlegen, was kann ich ändern, wo muss ich ändern. Ne? Und wenn ich ein Auto habe und ich habe Sand im Getriebe, dann mache ich das weg. Dann kümmere ich mich von A bis Z darum und schaue einfach, wo kann ich was verändern. Und nicht immer alles auf meine Leistungsträger schieben. Wir haben gute Hotels, wir haben gute Restaurants und wir haben welche, die können einfach nicht mehr. Die sind am Limit angelangt, was die Investition anbetrifft. Die sind am Limit anbelangt ihrer Arbeitszeit. Die stehen von früh bis nachts in. Also könnte man sagen, es fehlt Kapital? Kapital fehlt in den kleinen, schlechten. Aber wir können ja nichts verschenken. Wir müssen alle dafür arbeiten. Und wenn das Alter da ist und ich habe keinen Nachfolger, was soll ich dann doch groß investieren? Ich will ausdrücklich nochmal die Zusammenarbeit über Ländergrenzen hinweg loben. Nicht zuletzt seit meiner Amtszeit pflege ich regelmäßig Kontakt mit den in Anführungszeichen Tourismusministern. Das sind die Wirtschaftsminister der Länder Sachsen-Anhalt und Sachsen insbesondere. Aber es gibt auch mit Niedersachsen, Hessen, Bayern gibt es wirklich gute Zusammenarbeit. Wo es noch hapert ist, Thüringen mit seinen vielen Residenzen, mit seinen kleinen Fürstentümern hat sich eine Fülle von Verbänden und Tourismusvereinen geschaffen. Das sind an der Zahl ungefähr 15. Und die überlappen sich zum Teil noch. Da weiß einer nicht, wo der andere endet. Thema Kommunikation. Und, hier werden wir steuernd eingreifen. Das fand ich interessant, dass bei der Erarbeitung der Tourismusstrategie die Verbände von sich aus gesagt haben, wir müssen Strukturen schaffen, die in sich lebensfähig sind, dass ich eben auch so viel Angestellte habe, dass ich tatsächlich etwas leisten kann, dass ich meine Daten so pflege, dass sie in einer Datenbank wirklich aktuell sind, dass ich es schaffe, Pakete anzubieten, die dem Gast, der kommt, die Möglichkeit schafft, auch mal über den Tellerrand hinauszuschauen. Das schaffe ich alles nicht, wenn ich zu klein bin. Wo ich nicht ganz bei Ihnen bin, dass Sie sagen, ich will irgendwas auf die Betriebe abschieben. Um Gottes Willen, gar nicht. Sie erleben mich hoffentlich als einen mit der ganzen Mannschaft der TTG und meines Hauses und allen, die dahinter stehen, diejenigen, die sagen, wir TTG wollen, für unsere Zuschauer, nochmal, Tourismus. Ich habe mehrfach schon gesagt, Tourismusgesellschaft, genau. Wir wollen Unterstützung geben, aber wir müssen trotzdem sagen, es ist unternehmerisches Handeln, was auf der anderen Seite sein muss. Und in dieser Richtung brauchen wir eine bessere Kooperation. Die Digitalisierung schafft uns erstmals die Möglichkeit, dass wir das auch tatsächlich hinbekommen. Aber dieses ins Auge sehen, gemeinsam etwas machen, das brauchen wir im Sinne eines Schubs und deshalb aus dieser Sendung heraus nochmal der Appell, weg mit dem Kirchturmdenken, allenfalls auf den Kirchturm steigen, um zu gucken, wo derjenige ist, mit dem ich kommunizieren will. Weiter Horizont, wir können, wenn wir besser zusammenarbeiten, wirklich sprunghaft besser werden und wir wollen dabei unterstützen. Aber vielleicht noch ein kurzes Wort, weil die Zeit hier auch zur Neige geht, zur Tourismusstrategie. Wir sind uns ja einig, gut für nachhaltigen Tourismus ist ein guter Mix. Den haben wir in Thüringen, wir haben Wellness, wir haben Wandern, wir haben Bach, wir haben Luther, wir haben viele Dinge, UNESCO-Welterbe und. Und man braucht aber, glaube ich, auch einen Mix in den Preisstrukturen. Man braucht das Familienangebot genauso wie vielleicht das hochwertige Angebot. Sind Leuchttürme der richtige Weg, sozusagen in diesen Mix, diesen breit aufgestellten Mix, thematisch wie auch preislich, tatsächlich auch so zu etablieren, dass wir einen nachhaltig guten Tourismus bekommen in Thüringen? Ich liebe den Begriff Leuchtturm überhaupt nicht. Der Leuchtturm, der ist nun mal in der Welt. Der Leuchtturm blendet und am Fuße ist es dunkel. Bei uns geht es um etwas anderes. Ich habe es vorhin ganz kurz schon angedeutet. Weil wir so viel haben, könnten wir im Bilde gesprochen an dem Laden, an dem ich in der Krämerbrücke vorbeilaufe, alles reinstopfen. Und die würden sehen, ja mein Gott, das ist ja unglaublich, was es in Thüringen gibt. Ein Laden, auch ein digitaler Laden, und wir wissen, dass die Kunden digital unterwegs sind, funktioniert anders. Ich kann nicht mit einem Gemischtwarenangebot kommen, sondern ich muss dort aufsetzen, und deshalb haben wir sehr gründliche Befragungen, Evaluierungen gemacht, ich muss dort aufsetzen, wo schon wenigstens Kenntnis ist. Und da wissen wir, das ist wie gesagt Weimar, Wartburg, Rennsteig und Erfurt. Das sind die vier.
Und jetzt geht es nicht darum, dass das Leuchttürme sind, wo wir das Geld hinwerfen, sondern im Gegenteil. Wir möchten, dass das im Schaufenster liegt und dann gehe ich aber noch digital, ohne dass ich nach Thüringen gekommen bin, gehe ich digital in den Laden hinein und sehe dort eine Fülle von Angeboten. Und die müssen jetzt zusammenpassen. Und wir wissen, dass wir, wenn wir über den Städtetourismus reden, wir durchaus mit europäischen hidden, verborgenen Schätzen konkurrieren können. Das ist unsere Vorgehensweise. Und mit der und einer dahinterliegenden Datenbank, die alle gleichermaßen berücksichtigt, aber den Zugang finden lässt, wollen wir in der Zukunft punkten. Und ich glaube, das können wir schaffen, insbesondere wenn alle die Ärmel hochkrempeln, Tourismus als einen entscheidenden Faktor, nicht nur für die Wirtschaft, sondern auch Menschen hierher zu locken, Facharbeiter, Studierende, begreifen, sich zusammenschließen. Und meine Bitte an diejenigen, die unternehmerisch tätig sein wollen, mit unserer Hilfe den Schub zu schaffen, diejenigen, die sich vielleicht neu aufstellen wollen, junge Leute, die experimentierfreudig und innovativ sind, krempelt die Ärmel hoch, findet eine Destination, einen Betrieb, der zu euch passt. Und dann sollte es mit einem neuen Aufschlag gelingen. Also ich denke, wir können. Sie vielleicht noch zu den Leuchtturmen. Also im Eisfeld oder in Gera findet man das, glaube ich, nicht so ganz richtig toll, die Konzentration auf Erfurt, Weimar, Rennsteig und Wartburg. Wie gesagt, ich muss dahinter schauen. Was bezwecke ich damit? Der Minister hat es gerade gesagt. Und das müssen wir den einzelnen Leistungsträgern erklären, dass sie da nicht auf der Strecke bleiben, sondern dass sie mitgenommen werden. Und das ist ein ganz wichtiges Thema, dass sie auch sehen, aha, da passiert was. Ich meine, wir haben zu jeder Tourismuskonzeption immer neue Leitprodukte, Leuchttürme gemacht. Also das ist auch so, was mir nicht so richtig dolle gefällt, weil ich sage mir, VW baut auch ihr Auto und erweitert das Auto, macht das immer schicker und schöner. Ne? Und wir tun immer wieder was Neues entwickeln. Jetzt wie aber Sie waren bei der Tourismusstrategie beteiligt. Ich war bei und der waren auch ja. einverstanden, dass wir das so machen. Hm? Nicht so ganz gerade so, auf eine Stimme kommt es sowieso nicht drauf an, aber wie gesagt, ich höre ja das Sprachrohr von meinen Kollegen und die finden sich nicht wieder. Und das ist ganz wichtig, da müssen wir arbeiten. Das stimmt nicht, das glaube ich nicht. Sie finden sich nicht wieder, glauben Sie es mir. Nicht alle. Ich wollte gerade sagen. Das ist ja vollkommen klar, die in der Region sind. Wir müssen es erklären. Aber wir müssen erklären, was die neue Strategie ist und dass die alte, das ist die Diskussion, richtig, die wir heute geführt haben, dass die nicht zu den Erfolgen geführt hat. Sie ist erfolgreich, aber noch weit unter den Möglichkeiten. Und deshalb müssen wir umdenken. Und mit Ihrer Hilfe werden wir erklären müssen, noch einmal, es geht nicht darum, jemanden abzuwerten, ob der jetzt in Ostthüringen oder in Nordthüringen ist, wo der Kyffhäuser oder was weiß ich, der Zollroder Meer nicht vorkommt. Das ist gar nicht der Punkt, sondern Leute, wir wollen, dass ihr erkennbar seid. Wir wollen, dass ihr wahrgenommen werdet und nicht untergeht in einer Fülle von Informationen, die keiner mehr sortiert und dann eben doch wieder an den alten Ort, an die Ostsee oder in den Bayerischen Wald fährt, weil er das schon immer mal gehabt hat. Mensch, ihr könnt hier alles Mögliche erleben. Kommt erstmal in die Nähe von Thüringen online und dann schaut euch an, was für Möglichkeiten es gibt und ihr werdet überrascht sein und dann vielleicht euren Kurzurlaub oder sogar Langurlaub in Thüringen verbringen. Frau Münnich, Herr Tiefensee, herzlichen Dank. Ich glaube, wir sind schon tief eingedrungen in das Thema. Die Thüringer Allgemeine wird an dem Thema auch dranbleiben. Wir sind gespannt, was passiert nach dem Lutherjahr, ob es tatsächlich mit dem Tourismus weiter aufgeht oder ob er wieder zurückgeht. Und was passiert aus der Strategie? Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Sendung. Auf Wiedersehen. Am Anger. Talk in bester Lage wurde Ihnen präsentiert von Ihrem Immobilienmakler Engel & Völkers.